Kennst du das? Du gibst dir so Mühe, die richtigen Worte zu finden und trotzdem werden sie falsch verstanden. Oder du versuchst sachlich zu sprechen, dass du nicht zu emotional kommunizierst und trotzdem kommt es nicht so rüber oder trotzdem kann es in Streit enden. Oder du kommunizierst ganz klar, setzt klare Grenzen und trotzdem latschen dir die Menschen über die Grenzen. Und wenn du dann vielleicht Stopp sagst, dann ist dein Gegenüber verletzt. Es gibt noch viele solche Szenarien, die du sicherlich auch kennst. Sind jetzt nur eine kleine Auswahl von Szenarien. Aber schlussendlich, du gibst dir Mühe und dein Gegenüber ist trotzdem verletzt. Wie du es schaffst, dass dein Gegenüber wirklich nicht mehr verletzt ist, das erfährst du in diesem Video. Das kennen wir doch alle. Wir versuchen immer wieder Wege zu finden. Wie kann ich kommunizieren? Wie kann ich mich verhalten? Wie kann ich richtig Grenzen setzen, damit mein Gegenüber sich nicht verletzt fühlt, damit er nicht in Rückzug geht? Oder wir gehen dann vielleicht in Rückzug und Rückzug und Rückzug und dann ist da viel Unausgesprochenes und es wird nur noch schlimmer. Schau, ein ganz wesentlicher Punkt, den ich möchte, dass du den jetzt verinnerlichst, ist, die meisten Probleme entstehen nicht, weil du die falschen Worte erwischst oder weil du vielleicht einmal ein bisschen emotionaler sprichst als sonst. Die meisten Probleme, die meisten Verletzungen entstehen dann, wenn du selber zu wenig klar bist. Was meine ich damit? Schau, mir ist aufgefallen, dass die meisten Probleme, die meisten Verständigungsprobleme oder die meisten Verletzungen daraus entstehen, wenn man selber zu wenig klar ist, wenn man etwas kommuniziert, aber es in einem selber noch nicht diese Klarheit hat und dann spricht man Dinge aus und das Gegenüber weiß ja noch nicht, dass du noch nicht ganz klar oder noch nicht alles genau durchdacht hast und nimmt das alles als bare Münze. Und wenn du dann vielleicht irgendwie in dir selber doch noch das, so das Kommunikationsdialog hast, was du ja eigentlich mit deinem Gegenüber haben möchtest, dann ist derjenige verwirrt. Also es ist jetzt schwierig in Worte zu fassen, was ich dir gerne mitteilen möchte. Das größte Hauptproblem ist, dass dein Gegenüber verwirrt ist, weil du noch zu wenig klar bist. Wir Frauen vor allem, wir wollen doch so einen Dialog führen, oder? Wenn wir sprechen immer viel zu früh. Ich bin genau gleich. Also ich möchte mit meinem Partner oder ja, vor allem da oder bei Freunden oder allgemein ist man möchte einen Dialog. Man möchte etwas sagen, dann möchte man ein Feedback und dann gibt es ein Hin und Her, bis man die Lösung hat. Oder das ist ja das, deshalb kommunizieren wir Menschen. Nur das Problem ist, wenn wir unserem Gegenüber das nicht so kommunizieren, dass wir noch nicht ganz klar sind in dem, was wir sagen, kann es zu Verletzungen kommen. Ich glaube, du weißt noch nicht, wo ich hin will mit dem Ganzen. Lass mir Zeit, bis ich es erklärt habe. Ich bin noch nicht ganz klar, siehst du? Und das ist eben das Coole. Auch wenn man selber noch nicht ganz klar ist, kann man es ja sagen. Man kann sagen, schau, wie ich jetzt in diesem Video. Ich sage dir jetzt, ich habe eine Lösung gefunden, warum die meisten Verletzungen entstehen. Aber ich bin noch nicht ganz klar, wie ich das dir kommunizieren soll, dass du es verstehst, wie ich es meine. Das kommt doch schon ganz anders rüber, oder? Und das meine ich damit. Also, wenn du ein Gespräch führst mit jemandem und selber irgendwie noch nicht so die richtigen Worte, wie soll ich sagen, oder fang doch das Gespräch so mit an, dass du sagst, schau, ich bin noch nicht wirklich klar, ich finde wohl noch nicht genau die richtigen Worte, aber lass mich es mal versuchen. Und dann fängst du an und dann, wenn du merkst, oh, das kam jetzt wohl falsch an, kann sein, dass ich mein Gegenüber jetzt verletzt habe, dann kannst du ja sagen, eben, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe es irgendwie, ja, ich bin noch nicht ganz klar, es kann sein, dass ich jetzt die falschen Worte erwischt habe, sag's mir bitte. Also ich hatte gerade erst ein Gespräch mit einem Klienten, wo ich am Anfang gesagt habe, ich wusste, ich muss dem jetzt was sagen, was ihn verletzen könnte. Und ich habe von Anfang an ihm gesagt, schau, ich versuche dir jetzt etwas zu sagen, ohne es dich verletzt. Bitte, wenn es dich verletzt oder wenn es dich triggert, sag mir einfach, hey Sandy, das hat mich jetzt getriggert. Sei einfach ehrlich, dann suche ich nach anderen Worten. So müssen wir kommunizieren.
ehrlich, offen und so kommt es ganz, ganz anders rüber. Dann ist es egal, ob du die falschen Worte erwischst. Dann ist es egal, ob du irgendwie mal rumpelhaft reagierst, weil eben auch Grenzen setzen, oder? Was ist das Problem bei Grenzen setzen? Wir sind uns noch nicht ganz klar, wo unsere Grenzen liegen. Und irgendwann sind wir uns klar und wissen, da ist meine Grenze. Und dann sagen wir demjenigen, stopp. Und der denkt, wow, was geht hier? Jetzt bin ich 5-mal über diese Grenzen gelatscht, also Grenzen. 5-mal habe ich das gemacht und jetzt plötzlich sagst du mir, stopp, was soll das? Weißt du, was ich meine? Aber du warst dir deine Grenzen ja noch nicht klar. Und deshalb sage ich, Klarheit ist die Lösung auf die meisten Probleme. Ich gebe dir jetzt noch ein anderes Szenario. Stell dir vor, du hast vielleicht etwas gemacht, etwas Neues, wo du noch nicht so klar bist, wo du noch nicht so sicher bist. Und die Menschen erwarten ein gewisses, oder die wissen ja noch nicht, dass du noch nicht so klar und so, dass es für dich noch Neuland ist. Oder die haben eine gewisse Erwartungshaltung an dich. Wenn du jetzt das aber nicht kommunizierst, haben die eben die Erwartungshaltung, oder? Und dann machst du und wir sind so gut in dem, dass wir zu viel machen, dann machst du zu viel und plötzlich merkst du wieder Grenze, oder? So merkst du, oh, jetzt habe ich zu viel gemacht, oder dieser Mensch, dann kommen solche Aussagen wie von wegen, ich habe den kleinen Finger gegeben und derjenige nimmt mir die ganze Hand. Du kennst das 100 Pro, das kennt jeder von uns. Und auch da, man ist dann wütend auf den anderen Menschen, weil man denkt, hey, ich habe einen kleinen Finger gegeben und der nimmt die ganze Hand. Aber sei brutal ehrlich, kann es sein, dass du nicht klar warst am Anfang, dass derjenige ja gar nicht weiß, dass er nur der kleine Finger bekommen hat, dass er gar nicht die ganze Hand haben darf. Schwierig. Versuche jetzt mal, wenn du damit in Resonanz gehst, ja, oder kannst du auch gerne unten von diesem Video kommentieren. Kannst mir gerne dein Beispiel geben. Auf jeden Fall, ich sehe das immer wieder viel, habe es auch viel bei mir gesehen, wenn ich in etwas nicht ganz klar bin und oder die Erfahrungswerte fehlen mir und ich dann nicht ganz klar sage, von hier bis hier und hier ist Stopp, dass die Menschen dann nehmen und ich denke einfach, ich kann nicht mehr, die nehmen mir zu viel. Und dabei liegt es an mir, weil ich gar nie gesagt habe, von hier bis hier geht's. Alles, was darüber geht, ist zu viel. Zum Beispiel kostet mehr oder zum Beispiel nicht mehr in meinem Fachgebiet, musst du jemand anderes buchen oder sei es im Job, sei es privat, egal. Also nimm es auf dein Szenario. Aber auch da, also da ist Klarheit auch ganz, ganz wichtig. Wenn du noch nicht klar bist oder wenn du es zu spät merkst, oder Klarheit am Anfang ist immer super, aber wenn du es zu spät merkst, kannst du auch im Nachhinein noch sagen, ganz ehrlich, hey, sorry, ich war mir am Anfang noch nicht ganz klar, aber jetzt bin ich mir klar und ich muss sagen, hier hört's auf. Wenn du das und das noch mehr haben willst, dann was auch immer. Weißt du, was ich meine? Auch da Klarheit und vor allem Ehrlichkeit. Ich meine, wenn du ehrlich bist, tust du niemandem weh. Ehrlichkeit tut nicht weh. Aber nicht Ehrlichkeit von wegen, du bist mir über meine Grenzen gelatscht, das tut weh. Sondern einfach, hey, sorry, ich war mir meine Grenzen noch nicht ganz klar. Aber ich habe jetzt gemerkt, das geht nicht. Das ist mir zu viel. Das, ja, könntest du bitte hier Stopp machen, weil das geht mir zu nahe oder keine Ahnung. Siehst du, das ist das Hauptproblem. Wenn wir nicht ganz klar sind und irgendeinmal sind wir uns dann klar, sind wir es meistens zu spät klar. Und das sind schon sehr viele Menschen, haben unsere Grenzen, ich gehe jetzt wieder auf die Grenzen überschritten und dann sind wir wie überfordert, überlastet und dann ist klar, dass wir emotional reagieren. Wir sind ja nur Menschen, ist ganz klar. Und deshalb möchte ich dir mit diesem Video sagen, es kommt nicht darauf an, ob du die richtigen Worte brauchst. Es kommt nicht darauf an, ob du zu spät merkst, dass du deine Grenzen nicht richtig gesetzt hast. Du kannst alles retten, indem dass du einfach ehrlich bist und sagst, hey, sorry, es auf dich beziehst und sagst, hey, sorry, ich war einfach noch zu wenig klar, jetzt bin ich mir klar und das ist mir wichtig. Kannst du damit umgehen oder können wir vielleicht ein Reset machen, einen Neustart oder keine Ahnung? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber wie kommst du in diese Klarheit rein? Das ist ja jetzt alles super toll, aber wie kommst du in diese Klarheit rein? Weil das Hauptproblem ist ja meistens, dass die meisten von uns gar nicht wissen, wo sind überhaupt meine Grenzen, was will ich überhaupt und manchmal auch, wer bin ich überhaupt? Und das sehe ich immer wieder, dass wir zwar wissen, wer ist die Persönlichkeit, aber wer ist die Seele da drin? Also, was ist mir wirklich wichtig? Wo sind meine Grenzen und was tut mir überhaupt gut? Das sind Fragen, also sie sicher schon alles viel mal gestellt, aber weißt du es wirklich? Wirklich, wirklich? Also bei den meisten Gesprächen mit meinen Kunden merke ich, ja, sie wissen, was sie wollen, sie wissen, wer sie sind, aber wirklich, wirklich wissen sie es dann doch nicht. Und da habe ich ein super Tool für dich und zwar mein Seelenweg. Also ich mache für dich das Seelenprofil. Human Design hast du sicher auch schon mal gehört. Ich bin jetzt nicht jemand, der da Human Design wirklich so in die Tiefe geht. Dafür gibt es genug da draußen, die nur das machen. Was ich tue, ich nehme das als kleines Bauteilchen, nur als ganz kleines, und der Rest ist bei mir intuitiv. Es kommt einfach, es tut einfach mit mir. Und anhand von dem sehe ich dann ganz genau, wer ist die Seele da in dir drin? Und was tut dir wirklich gut? Wer bist du? Was hat dich deine Seele auf dieser Welt ausgesucht? Und das gibt dir Klarheit, weißt du? Das gibt dir wirklich Klarheit, dass du weißt, hey, wer bin ich eigentlich? Nicht, wer bin ich, so wie ich erzogen wurde oder das innere Kind in mir, wer ist das? Das weißt du zu Genüge, sondern wer ist die reine, unschuldige Seele da in dir drin, die eigentlich inkarniert ist und sich nicht mehr daran erinnert, warum? Warum bin ich auf dieser Welt? Genau das, wenn du das weißt, das gibt es so eine krasse Klarheit in allen Themen. Deshalb lege ich jedem Menschen den Seelenweg ans Herzen. Also schau gerne unterhalb von diesem Video, wenn es dich interessiert, oder komm in ein kostenloses Schnuppergespräch von mir und dann kannst du mir so viele Fragen stellen, wie du möchtest, oder ich erzähle dir noch viel mehr darüber, weil sonst platzt das Video hier wieder. Hey, schaff dir Klarheit und du wirst sehen, es geht alles viel, viel leichter.